So, warte mal. Das hier, Parsley. Vorhin habe ich geholt. Wartet einen Moment. Doldenblütlergewächse, Wald oder Gartenpetersilienwald. Also die beiden Bedeutungen hat's. Nur noch 8 Level danach. Hier kamen auch ständig Dinger von oben runter, wenn ich mich recht entsinne. Genau die Dinger. Die wir schon mal gesehen haben, jetzt bloß in schrecklich. Aber ich nehme jetzt wieder das. Ja, hier treffen wir jetzt endlich regelmäßig diese Kackgeister. Ja, wenn sie irgendwo dagegen kommen, sterben sie und dann sind sie weg. Oh, hoppla! Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht nach unten geschaut. Das war ja ein mega scheiß Abgang. Ich habe mich gerade so aufs Reden konzentriert, dass ich einfach mal gestorben bin. Passiert jeden Mal. Naja. Ich muss aber sagen, da ist dieses Spiel halt doch besser als Sea Billions, wo man einfach nicht aufpasst und schon war's das, schon ist gleich mal 2 Stunden Arbeit im Arsch. Hier sind es nur ein paar Minuten. Ja, jetzt nicht sterben. Das ist eigentlich wahrscheinlich eher eine Falle für Kinder und ich bin reingefallen. Solange es noch zu sehen ist, kann es nicht nachspawnen. Das ist gut, hier kommt glaube ich auch gleich eins. Da passiert euch eigentlich nichts, es sei denn, ihr seid zu... ...zu gierig. Und rennt direkt vor. Ich hasse diese Geister. Ich finde die echt noch schlimmer als im Mario Land 2 haben sie mich nicht wirklich gestört. Aber hier war glaube ich die Mitte. Hier finde ich schon sehr nervig, ja, mehr ist hier nicht. Ich muss sagen, in diesem Wald gibt es auch wieder eine Besonderheit. Da kommen wir aber später dazu. Wie am Reisstrand, wo die Flut dann später übertritt, nachdem die Schildkröte tot ist, gibt es in diesem Wald auch eine Besonderheit. Und tschüss. Warum eigentlich nicht? Na, ich lasse es jetzt mal. Ich glaube nicht, dass ich 39 Leben nochmal aufbrauche. Und allein wenn ich Gegner besiege und auch selbst wenn nicht, selbst diese Gefährte in dieser Terrorwelt, wo wir drüber mussten, immer wenn die in Lava geflogen sind, haben wir ein Hundertstel Herz gekriegt, wem es aufgefallen ist. Einfach nur so, da musste man nicht mal was dafür tun, hat man immer wieder wie ein Gegner besiegt bekommen. Immer wenn sowas kaputt geht, was als Gegeneinheit zählt, kriegt man ein Herz, außer man stirbt selber. So, wir waren jetzt gerade im See drin. Oh ja, das Level war glaube ich auch ganz lustig. Yeah. Genau sowas meinte ich. Ist auch wieder die gleiche Musik. Und es ist ganz gut, dass wir Fliegen haben. Denn da hat man es um einiges leichter. Oh, jetzt stell dir mal vor, ich wäre daneben gesprungen. Okay, ich wollte nur wissen, was drin ist. Ich muss meine Wissensgier befriedigen. Tatsächlich, mit Fliegen bräuchte ich das Ding gar nicht.
Nein! 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 Lass mich nicht zurück! Nein! Ich könnte eh nichts mehr machen. Das ist halt das Problem, weil ich jetzt erwischt wurde. Mist, jetzt habe ich meinen Bonus verloren. Aber ohne die Flügel wollte ich in dem Moment eigentlich nicht mehr leben. Das war einfach alles. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, jetzt kann ich nicht mehr so großkotzig sein. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Aber an dieser einen Stelle... Deswegen hasse ich diese Level. Ein Mikromillimeter zu weit von hinten abgesprungen und schon... war's das. Ich bin kein Freund von Jump'n'Run, wenn ich ehrlich bin. Also so richtig Hardcore Jump'n'Run. Ich habe nichts dagegen, wenn ein bisschen Springen und sowas dabei ist, aber wenn es ja wirklich darum geht, dass du Millimeter genau ausmessen musst, vergeht mir die Lust dran, ehrlich. Weil das nervt dann einfach nur noch. Okay, so weit vorne wie möglich. Tschüss. Ich wollte ja vorher nur wissen, was drunter ist. Keine Ahnung. Oh, das ist doch Kacke. Kriege ich einen 9? Ey, tatsächlich. Hätte ich erstmal vorhin gewusst. Ernsthaft, hätte ich erstmal vorhin gewusst. Ich dachte, die kommen nicht wieder. Naja. Oh, Bomben. Aber wenn man übrigens runterdrückt, geht's schneller. Jetzt kommt man schneller nach unten. Aber ich glaube, sonst erwischen die einen. So, Besonderheit. Stöpsel gezogen. Natürlich, wenn man jetzt wieder da reingeht, ist wie mit Mount Teapot, man kommt dahin und es ist zu Ende. Genauso ist es, wenn man die Endgegner-Level erreicht, es ist einfach nur zu Ende. Aber jetzt ist das Wasser weg. Oh, was ist denn da passiert? Man stirbt nicht, wenn man runterkommt. Aha. Hat mir gerade gesagt, du kannst nicht werfen. Weil du ein Idiot bist. Pass auf. Ich kann nicht werfen, weil ich drin stehe. So, das hier rechts ist eine Falle. Da dürft ihr auf keinen Fall reinfallen. In der Mitte ist ein Superstern. Da könnt ihr zwar links und rechts das Geld holen, aber mehr könnt ihr nicht machen. Schon gemein, oder? Kann man da nicht ran? Ah ja. Das Fallobst ist ja übrigens nicht mehr da. Ach nee, es war gar nicht hier. Aber irgendwo gab es so eine Stelle. Wartet mal. Oder war das? Irgendwo gab es so eine Stelle zumindest. Ich bin diesen gebrandmarktes Kind wieder. Na toll. Ich dachte gerade, das erschlägt das Vieh noch. Das wäre natürlich zu lustig. Okay, ist immer wieder den Weg gegangen. Was bin ich, wenn ich hochgehe? Gehen wir mal beide Wege. Ah, okay, das ist der einzige Unterschied. Man kann unten lang, man kann oben lang.
Schlüssel besiegt alles. Oh, wie praktisch. Komisch, ich hatte im Kopf, dass hier irgendwas Gemeines runterkam. So, da kommt... Könnt ihr euch daran erinnern? Da kommt man jetzt hier rein. Es ist die Maske. In grün. Nee, in schwarz. Wow. Es sind nur noch drei Schätze. An eine erinnere ich mich noch. Also jetzt auf Anhieb. Nee, an zwei erinnere ich mich noch an Anhieb. Einen kriegen wir in den letzten Missionen. In einer der letzten Missionen. Und hier kriegen wir auch noch einen. Aber ich weiß nicht, wo der... Einer dazwischen fehlt. Fehlt mir gerade im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich das Level sehe, werde ich es wieder wissen, glaube ich. So wie das immer ist. Ich glaube, das war aber das letzte Level, was man nochmal spielen muss. Mein Lieblingslevel. Oh, bewegt sich aber komisch. Bein ich irgendwo? Nee. Idiot. Eigentlich hätte ich den anderen aufspießen müssen. Oh, wir fahren ja. Komisch, ich habe es in die andere Richtung in Erinnerung. Tja, ich bringe die Piraten noch zusammen. Das ist irgendwie so cool, vor allem mit dieser Musik. Weil die so fröhlich ist. Ich darf echt nicht vergessen, dass ich die Nemo rausholen muss aus dem Spiel. Das war knapp. Ich glaube, man wird hier nicht zerquetscht an der Stelle. Nee. Nicht wie in der Teerwelt. Nein. Ah, eigentlich auch nicht. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wollte nur noch mal sehen, was da drin ist. Oh, ich konnte gerade nicht abbrechen, wie gemein. Hier kann man allerdings zerquetscht werden. Ich glaube, Vögel gab es hier zum Glück nicht. Oh. Also, Vögel gab es hier zum Glück nicht. Ich bleibe einfach mal unten. Das Geld ist mir eigentlich auch egal. Hier bin ich sicher. Niemand will mir was Böses. Außer derer. Für gewöhnlich habe ich hier extrem viel Spaß, immer die auf die Gleise zu werfen. Verurteilt mich nicht. Nee. Ich glaube, wir sind auch schon wieder zum Stehen gekommen. Ja, da könnt ihr immer noch sterben, wenn der fliegt. Und der ist natürlich geöffnet, denn ihr habt keine Möglichkeit zurückzugehen. In solchen Levels ist, in denen man nicht zurück kann, ist eigentlich immer geöffnet. Darauf haben die Programmierer geachtet, glaube ich. Fand ich auch gut. Ich glaube, das ist mit einem riesigen Baum. Das war ziemlich cool. Ja, das war's. Und da ist unser Freund die Wolke. Hallo. Bisschen negative Energie. Danke. Macht einfach Spaß. Thank you.
So, jetzt sind wir schon über den Wolken. Hier muss die Freiheit wohl... Oh. Ist die Freiheit doch nicht so grenzenlos, wie ich dachte. Und nein, man kann die Wolken... Oh, warum habe ich das? Hm. Man kann die Wolken nicht zerstören. Ja, geht. Kann ich... Warte mal, kann ich auf den Ast springen eigentlich? Ne, geht nicht. Ist noch Hintergrund. Hätte er sein können. So ein riesiger Baum und die Äste sind alle so klein und runzlig und abgehackt. So, und hier sind wir schon im Innern des Baumes. Bäume haben immer Minen im Innern. Das darf man nie vergessen. Ne. Hier wäre ein Krokodilkopf nicht schlecht. Hier war irgendwo noch eine genau. Oh, hoppla. Meine Schuld. Irgendwo gab... Hier gab's noch einen Schatz, glaube ich. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Genau. Ah, hier nicht. Ich würde fast sagen, hier gab's einen Schatz. Wisst ihr, was echt gemein gewesen wäre, wenn man den irgendwo finden müsste, wo man... extrem nach außen muss. Das heißt, wenn man wirklich sich... wahllos irgendwo hinfliegen muss. Ins Nirvana. Ich glaube, hier war bloß das Ding. Der Schlüssel war woanders. Ja. Das war die letzte, die mir gefehlt hat. Das ist echt gefährlich, muss ich sagen. Da kann man relativ schnell den Punkt verpassen. Frage ist, wo ich hin musste. Ja, ja, ich bleib ja schon unten. Ach, das waren zwei. Was hier? Nee. Halt, Moment. Das klingt doch nach Wasser nämlich anders. Ich zeig's euch gleich. Dafür ist es wirklich optimal. Natürlich auch ein gemeines Versteck, muss ich sagen. Konnte ich die damit kaputt machen? Hey, der ist ja weg. Ich habe bloß eins zerstört. Wie unfair. Als Kind habe ich hier gerne mal den falschen Knopf gedrückt und den Schlüssel vom Baum geschmissen und dann ist er weg. Ist sehr ärgerlich. Die Zeit läuft anscheinend weiter, wenn man das... Wie ihr seht, diesmal sind Blätter rundherum. Da ist der Handschuh. Ich muss sagen, es ist echt was super Tolles, was sie sich haben einfallen lassen. Die Programmierung mit den Schätzen. Und auch das Ende wird euch sehr überraschen. Glaube ich zumindest. So, ist der Antereslon jetzt da? Mit Almas wieder da? Hatten die Schiss, weil ich, den Schlüssel hatte? Oder war das jetzt ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch, wenn man nicht
explizit Geld farmt, ist es nahezu unmöglich, das zu schaffen. Mit einem Spiellauf 10.000 an reinen Münzen zu haben. Oh, das hat nur zweimal das Level. Oh, das ist ja noch besser. Das wusste ich auch nicht mehr. Es geht einfach so viel verloren im Laufe der Jahre. Wird durch andere unwichtige Sachen ersetzt, wie zum Beispiel, wie man Wunden versorgt und sowas. Ui, das war auch knapp. Aber hier solche Sachen, die wirklich wichtig sind. Welche Level Wario Land hat, das vergisst man im Laufe der Jahre. Das ist eigentlich echt so tragisch. Mach mal Platz. Ah, ich liebe es, die von Zügen zu schmeißen. Habe ich das schon mal erwähnt? Verurteilt mich nicht. Wir machen den Zug leichter, dann geht's schneller. Was ist das eigentlich für ein Zug? Zwischendrin ist mal nix. Ja, wie wird denn der angetrieben? Eigentlich total dämliches System. Welchen Sinn hat denn das? Ach, keine Ahnung. Oh, ich komme da nicht hin. Immer diese unsichtbaren Barrieren auf Zügen. So, da ist schon die Hälfte. Nee. Hey. Ui. Das hätte jetzt aber schief gehen können. Allerdings, ich hatte da noch eine Möglichkeit, was zu holen. Hoppala. Übrigens, wenn wir da runterfallen, sind wir tot. Verurteilt mich nicht. Nach oben drücken, dann kommt er auch wirklich drüber. Weil wenn ihr den Sprung versaut, dann seid ihr eigentlich tot. Hm, brauche ich nicht. Ah, wie gemein. Voll gemein, das Spiel. Hoppla. So geht's schneller. Anscheinend geht es nicht so gut, wenn man jemanden auf dem... Wenn man die auf der Hand hat. Es braucht auch keine mega ausgeklügelten Animationen. Guck mal, die Räder drehen sich einfach nur. Mehr ist es halt nicht. Oh Mann, ich wollte noch runterschmeißen. Hier, dann nehme ich ihn. Ich glaube, das war's schon wieder. Ich zermalm dich. Ach, wie schade. Ich muss sagen, der nächste... Der Boss von diesem Tal ist auch... Da könnte es gut sein, dass ich draufgehe. Weil den mag ich echt überhaupt nicht. Den kann man nur auf eine einzige Art und Weise vernichten. So wie den Teer. Das Teer-Monster, das ist auch absolut mein absoluter Hassgegner mit. Es lief bisher alles gut, aber ich... Aber der ist halt echt scheiße hier. Interessant, das sehe ich jetzt erst. Ah ja. Hier ist eine Bahn. Aber, also hier führt die Bahn nach hier oben zum Baum. Und dann hätte eigentlich vom Baum nochmal ein Bahnlevel kommen müssen, damit man hier hinten landet. Naja. Wahrscheinlich sollte damit Hat jetzt jemand drauf geachtet, ob sich der Wagen verändert hat? Ich nämlich nicht. Wäre cool, wenn der Wagen hier am Anfang gewesen wäre. Dann ist man vielleicht bis zum Baum gefahren. Da hoch und dann muss man nochmal... quasi die Endstrecke fahren und dann kann man hochlaufen. So könnte ich es mir vorstellen. Das ist vielleicht der Weg jetzt bis zum Endgegner und dann ist man hier drin.